Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Es gibt mal wieder eine Tagesaufgabe. Und zwar habe ich mir überlegt, also es ist eine, naja, schon leichte Tagesaufgabe, die man dann aber steigern kann im Schwierigkeitsgrad. Und diese Übung, die ich dir gleich zeige für deinen Hund, kommt aus dem Obedience. Das ist die sogenannte Distanzkontrolle. Und wir machen mit unserem Hund aber nur Sitz, Platz, Sitz. Und das soll dann funktionieren. Am Ende, dass du 10 Schritte dich von deinem Hund entfernen kannst. Er diesen Positionswechsel auch ausführt, aber sich dann so wenig wie möglich von seinem Platz entfernt, während er die Position wechselt. Du fängst damit an, erst ganz nah bei deinem Hund zu sein und hilfst ihm ruhig mit Sichtzeichen, mit Hörzeichen. Also gib deinem Hund so viel Hilfe, wie er benötigt, und versuchst dich dann in kleinen Schritten immer weiter von deinem Hund zu entfernen, bis du am Ende 10 Schritte von deinem Hund weg bist und er den Positionswechsel auch ausführt, ohne eben sich weit von seinem Platz zu entfernen. Das ist eine Tagesaufgabe, die du natürlich auch schön zu Hause im Wohnzimmer machen kannst, im warmen, gemütlichen Wohnzimmer. Ich zeige dir das gleich mit Candice hier draußen, weil wir gerade unterwegs sind im Wald. Aber das ist bei diesem Wetter natürlich und bei diesen Temperaturen drin viel angenehmer. Wenn dein Hund sich immer nach vorne bewegen sollte, wenn du dich weiter von ihm entfernst, kannst du auch einen Gegenstand nehmen, den du vor die Füße deines Hundes legst und ihm so mit versuchst mitzuteilen, dass das die Grenze ist, die er nicht übertreten darf. Okay, dann zeige ich dir jetzt nochmal die Übung mit Candice und wünsche dir dann viel Spaß beim Nachmachen. Einmal mit Begrenzung. Du musst deinen Hund natürlich in die Platzposition bringen, Candice bleibt, weil er nach vorne natürlich ein bisschen länger wird beim Sitzen. Candice, nein, lass Candice aus, bleib, bleib Candice, nicht apportieren, bleib. Und bleibst dann natürlich erstmal auch näher bei deinem Hund, sagst ihm dann wieder Sitz, Candice, Sitz, Platz, Sitz, Candice, Sitz, Platz, Sitz, und belohnst ihn dann. Was ich auch noch vergessen habe zu sagen, belohne deinen Hund immer in der Position. Also wenn er sitzt, dann belohnst du ihn auch in der Sitzposition. Wenn dein Hund über die Grenze treten sollte, führst du ihn einfach wieder zurück in die Position oder hinter die Grenze, machst dann wieder den Wechsel, Platz, Sitz, und belohnst deinen Hund in der Position. Wenn er nach vorne rückt, wie jetzt kennt gerade eben, weil sie wieder total hektisch und nervös ist, dann bringst du deinen Hund natürlich wieder ein Stück zurück in die Position, Candice. Los, bleib. Und mach die Übung dann wieder von vorne und entfernst dich natürlich dann immer einen Schritt weiter. Einen Schritt weiter weg, wieder versuchen. Platz, Sitz, kein Platz. Belohnst deinen Hund in der Position, gehst 2 Schritte weg und so weiter, bis du am Ende bei den 10 Schritten bist. Wenn du bei einer gewissen Distanz merkst, dass es nicht mehr funktioniert, gehst du natürlich wieder ein Stück weiter zurück zu deinem Hund. Okay. Okay, das ist die Tagesaufgabe. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Und wenn du Fragen hast, dann schreib sie gerne in die Kommentare. Ich versuche sie zu beantworten. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Dein Sven.